Servus Leute und willkommen zurück beim LS15. Ja, mit dabei heute der Lars. Hallo. Und der Max. Servus. So, und ich darf mich freuen, ich freue mich. Ich darf endlich Ballen stapeln. Ah, so scheiße, ich sollte den Traktor natürlich anmachen, auch noch, wäre sinnvoll gewesen. Ich denke mal, wieso will der nicht wegfahren? Ja. Ich fange aber unten an. Soll ich die Presse schon mal wegfahren? Du kannst die Presse schon zum nächsten Feld und rechts gleich das Feld auch noch, würde ich sagen. Jo. Was wir da jetzt haben. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich mit dem Anhänger zu herumfahren soll. Oder ob ich immer drei stapeln soll und dann gleich zum Anhänger hinfahren. Sinnvoll ist, glaube ich, zum Anhänger hinfahren, oder? Würde man, wenn man alleine ist, auch in echt machen. Eher. Ja. Ja, einigermaßen mittig aufs Feld stellen, wo man einigermaßen gerade Position hat. Ja, ich lasse ihn dort einfach dort jetzt stehen, wo er ist. Ich glaube, das passt dort halbwegs. Das Blöde ist bei dem Feld ist ja, dass der, dass er ziemlich hängt. So, wir haben uns noch einen, halt wir haben noch ein, ja blöd genommen, sind glaube ich nur Skripte, reingenommen. Die Frontlader nämlich, mit der Steuerung halt mit der richtigen. Halt, dass man rauf, runter und so weiter nicht verkehrt rumkrabbt, wie beim LS15. Standardmäßig ist. Boah, ich brauche jetzt schon bei den ersten so lange, was ist denn los mit mir jetzt gerade? So, ich will es aber gleich ordentlich so die halt rausschappen, weil sonst haben wir nachher das Problem, dass wir so beim Abladen oder sowas nachher wieder nochmal irgendwie sortieren müssen. Ja. Nein, die rutscht von der Gabel runter. Mhm. Ich bin jetzt nur rückwärts gefahren und bin in der Gabel in die Kurve gelenkt. Wollte zum nächsten Ballen gleich schwenken, sind wir beide von der Gabel runtergerutscht. Okay. Was ist da jetzt los? Ich weiß es nicht. Das kann aber nicht der Frontlader sein, oder? Eigentlich nicht. Dass der herumbackt. Jetzt hat sich der obere auch verschoben, leicht. Das ist nicht so schlimm jetzt, so extrem. Na. Muss ich ein bisschen kräftiger runterdrücken. So. Das ist nervig, jetzt gerade. Ich habe noch nicht viel mit dem Ballen gemacht. Ich hätte glaube die Physik war besser beim ersten Mal, wo ich es ausprobiert habe. Ja. Na, wieso gleiten die jetzt so komisch mit? Habt ihr schon mit Ballen was gemacht? Nein, nicht wirklich. Okay. Da kann ich euch auch nicht wirklich fragen. Dazu. So, ist wurscht. Ich hoffe, das geht so jetzt halbwegs. Man braucht eine andere Gabel, aber wir müssen schauen, ob wir nicht irgendeine Mod-Gabel mit reinnehmen. Ja, das Problem ist, bei der Gabel ist, du hast diese im Endeffekt nur für einen Ballen ausgelegt. Halt, sie hat nach oben keine Stützwand, keine hintere, dass du die Ballen sozusagen oben dagegen drücken kannst. Ja. Halt, jetzt schaut das ein bisschen komisch aus beim Fahren. In echt würden der Oberste einfach irgendwie nach der Zeit, wenn du zu schnell fährst, nach hinten kippen. Na, sie sind mal wieder runtergerutscht. Was ist denn da los? Drive Control kann das aber auch nicht sein. Eigentlich nicht. Ja. Nicht lasse ich kurz noch einmal einen von euch probieren. Ob das nur bei mir so ist, weil das wäre. Oder ob ich nur zu dumm bin, weil ich bin nicht einmal schnell gefahren. Ihr werdet es sehen nachher. Ich werde mir vielleicht ein Tempomat auf eine. Ich weiß nicht, wie schnell fahrt man mit beim Ballenstapeln? 5 km/h, 5, 6 km/h oder? Übers Feld fahren? Ja, mit dem Ballen nachher. Achso, ich hatte gerade abgehungert, deswegen. Ah, okay. Ich spiele drin, also nach der Bahn bin ich leer. Ja. Ja, gut. Fahre ich noch ein Stückchen mit. Ja, ich sollte nicht. Ich würde sagen, bis zu 10 km/h kann man mit auf jeden Fall mit dem Ballen auf der Frontlader, auf dem Frontlader. Wenn du einen hast oder wenn du doch mehrere hast. Okay. Ah, ist das gerade nervig. Ich hoffe. Also, ihr presst jetzt Ballen da drüben, oder? Ja. Ja, ist egal. Ich wollte jetzt sagen, nein, macht's keine. Na. Aber du kannst es gerne mal anschauen, da wenn's Zeit hast oder wenn einer will. Ja. Ja, ich komme vorbei. Da steht ja auch noch da. Ja, genau. Wenn nicht, weiß ich nicht, wenn nicht machen wir es überhaupt zu zweit, dass wir nicht weite Distanzen zu fahren haben. Mhm. Dass man mit dem Steuer sozusagen zu den Ballen hinfährt. Das ist jetzt auch gerade ein bisschen kacke. Weil der schief drauf. Muss ich nochmal runterziehen.
Wenn du ganz gerade drinnen bist, ist das auch schwer zum Steuern. Ja. Dass du das schön übereinander gelegt bekommst. In echt würde es aber keiner so schön übereinander legen. Glaube ich. Weiß ich nicht. Das Blöde ist natürlich immer das Kameradrehen. Was zwischendurch machen musst. Ja. So, ich hoffe, dass ich jetzt... Jetzt wird es mir sicher nicht runterfliegen, das sehe ich schon kommen. Oder ich muss einfach mehr ankippen. Ja, na, da fliegt mir der Oberste nachher schon, wenn ich so viel ankippe. Ich darf nicht ja, so viel. Ja, sieht nicht gerade stabil aus. Ich darf nicht so viel ankippen. Ja, gut, so, ich hoffe, die Dinger haben da keine Kollision. Nee, haben sie nicht. Was? Ah, was ist denn gerade mit den obersten Ballen los? Sie haben Kollision. Echt? Ja, ich weiß nicht. Was war jetzt? Ich habe den nicht mehr vorwärts bewegen können. Lass mich mal probieren, ob die Widerstand leistet, wenn ich drüber gehen will. No. Ich probiere es jetzt nur mit einem Ball nochmal aus. Eigentlich sollte ich vorne anfangen, ins drauflegen, oder? Wäre sinnvoller. Ja, Hauptsache an irgendeinem Ende. Na, die haben eh keine Kollision, aber die sind auf einmal die komischen Ballen so hängen geblieben. Du hast das eh gesehen. Ja, irgendwie ganz komisch. Ja, jetzt habe ich den Depp Chief oben auch noch. Kannst du die Ruhe drücken? Versuch's mal. Wahrscheinlich nicht. Nee, der ist glaube ich schon attached. So. Ich drücke ihm einfach mit dem zweiten. Das muss halbwegs gerade reinfahren. Bin wieder schief. Oh, das wird was werden. Liebe ja. Leute. Fangen Sie schon so an wie im 13. Da bin ich ja wieder 5 Stunden, 5 Parts hintereinander. Am Werken. Ich lege jetzt zuerst unten nur die Bahn, weil so viele Ballen haben wir eh nicht, dass man drei. Boah, der ist ja auch komplett schief oben auf der Gabel. Na, wenn ich ihn echt so lange brauchen würde. Holla die Waldfee. Oh, na, ja, jetzt habe ich es aber schon rüber zu weit drückt. Kann er auch leider nicht mehr drauf drücken. Ach, sieht noch schön aus, glaube ich. Naja, ich weiß nicht. Es wird noch lustig nachher wieder beim Abladen. Wenn ich es jetzt nicht gleich. Ich wollte es nämlich extra Dreierstapel machen, aber von vorne ja. Beladen. Dass man nachher einfach dort am Hof, halt am Kuhhof, drei Stapel runternehmen kann und dann einfach übereinander legen kann gleich. Ja. Weil sonst brauchst du ja ewig zum Abladen, wenn man da jetzt nur eine Schicht macht. Ja. Und die dürfen nachher natürlich in der Mitte nicht übereinander stehen, halt. Halt sozusagen irgendwie überlappen die zwei Reihen, halt die linke und rechte, weil sonst beim Runternehmen hast du das Problem nachher. Ja. So. Mit einem Ballen geht's halbwegs. Die drei Ballen sind irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Oder ich habe mich nur steppert angestellt, könnte natürlich auch sein. So. Aber es kann auch sein, weil das Feld, weil der Anhänger steht ja jetzt eigentlich nicht auf einer Ebene, sondern ein bisschen schief. Dass man da irgendwie komisch nach in den Trigger reinfährt. Von den Etatscher. Und deswegen hat er sich so komisch verpackt gehabt. So, ich probiere es jetzt wieder mit drei übereinander stapeln. Ich glaube, wir werden bald einen zweiten Frontlader kaufen. Für einen kleinen Steuer, oder? Weil dann könnte, weiß nicht, könnte einer. Blöd genommen, die Ballen nur übereinander legen, drei Stück. Ja. Und der andere, der mit Deutz, mit Jeholen, fahren wir nachher einfach nur die, immer die drei Stücke aufeinander halt nehmen, zack, zum Anhänger, geht schon. Ja.
Weil dann, ja, der Spaß, kannst du auch so machen. Dann der Spaß, dann nehme ich das komische Stapeln, nein, nicht mal Spaß ist nicht, aber der eine, weil sozusagen fahren muss zu den Anhänger, der eh langsam unterwegs ist, weil er nicht zu schnell fahren darf, so wie das ausschaut. Ja. Da spart sich nachher noch das komische, ganz genaue Positionieren, das macht jeder andere in der Zeit schon. Und wenn der eine nachher, jetzt liegt er schon wieder so komisch drauf. Und wenn der eine fertig wird, der ihn hier holen hat, dann kann er den einen ja kurz helfen. Stapelt er sich halt zwei, halt selber drei Stück übereinander und dann geht's wieder. Ja. So. Ah, da drüben werden nicht so viele Ballen rauskommen wahrscheinlich. Bei dem Feld jetzt. Ja, na, da müssen wir schauen. Glaube ich sogar zwei. Da müssen wir schauen, dass man irgendwie entweder wir brauchen eine neue Ballengabel, die höher ist. Ja. Weil mit der, das schaut komisch aus. Weil zu weit kippen darf ich es nicht, weil sonst kippen es mal hinten runter. Und der hebt den Traktor aus. Drei Ballen, wenn ich übereinander nehme. Obwohl ich hinten das 1600er Gewicht drauf habe. Ja. Weil ich merke voll, dass beim Fahren, ich sollte vielleicht Allrad aktivieren. Vielleicht hat er dann ein bisschen mehr leichter zum Fahren. Boah, bist du wahnsinnig. Na, nicht runterkippen. Also ich sollte hinten ja weitermachen. So. Boah, irgendwie schaut das gerade. Die Gabel habe ich woanders reingesteckt, als wo sie jetzt ist. Nein, über den Anhänger super! Über den Anhänger fängt auf einmal die Gabeln springen an. Und jetzt hat man die oberen zwei die obersten zwei umgehauen. Aha. Okay. Das kann aber ich auch nicht normal. Das ist scheiße. Siehst du. Was packst du dich vom Wunderfahren mal ab? Jo. Boah, ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt da sinnvoll stapeln soll. Ob ich es einzeln fahren soll oder mit mehreren. Muss ich ehrlich sagen, das hat man bei Rund. Ich habe das ja auch probiert im Livestream, da hat das ohne Probleme. Ah, da habe ich es mit dem Steyr gemacht, weil ich habe das mit dem Holland noch nie gemacht gehabt. Ah, das kann nicht der Traktor sein. Nee, ich glaub's nicht. Wäre ja auch komisch. Halt, ich habe nicht viele Ballen gemacht, ich habe vielleicht 5 Stück oder sowas gemacht gehabt. Okay, da kriegst du es noch nicht so mit, aber. Ja, am Ende stehen. Jo. Einzeln gehen sie ganz gut, muss ich sagen. Wenn nicht nur du es halt jetzt einzeln draufladen, da bin ich wahrscheinlich schneller. Als wenn ich es genau positioniere. Und ich positioniere es nachher nur im Anhänger, dann braucht man nur beim Abladen 3 nehmen, dann sollte es eigentlich auch. Ups. Falsche Richtung gelenkt. Ja. Sollte es eigentlich auch gehen. Da wäre es halt sinnvoll, wenn man, weiß nicht, ob man das nicht zu zweit machen sollen, dass einer einen Steuer nimmt. Ach so. Und zu den Ballen hinfährt, dass man nicht so weit fahren muss, wenn man es einzeln wirklich nimmt. Ja. So. Wo bin ich? Ach Gott. Die Kamera an sich, kann man es von innen besser abschätzen? Na, glaube ich gar nicht. Nee, das geht von innen überhaupt nicht. Das ging im 13er nicht, im 15er geht es wahrscheinlich auch nicht. Das Problem ist, ich bin komplett schief, nämlich jedes Mal. So, jetzt sollte es passen. Also, sobald du noch ein Stück. Na, jetzt schaue ich wieder in die andere Kameraansicht, stehe ich 15 cm über den Ballen drüber. Ja. Habe ich extra noch einmal gegengelenkt, weil ich mir gedacht habe, na, bist du zu weit. Oder ich stelle mich einfach gerade mal so idiotisch an. Wow, jetzt hat die Presse gerade einen Ballen abgelegt und er hat einen Backflip gemacht. Hat sich ja, im Prinzip zwei Mal geschlagen. Ja. Okay. So. Es funktioniert halbwegs, sagen wir so. Wie viele Ballen hast du gesagt? Eins, zwei, ich glaube drei Stück. Eins, zwei viele. Das ist immer die beste Aussage. Hart. 3 bis 4 kriege ich auf jeden Fall runter. Okay. Nee, 3 haben wir schon. Ah, 4 bis 5. Weil ich glaube nicht, dass wir mehr Strom machen werden, als was wir wirklich brauchen für die Kühe. Halt in Ballenform. Ich glaube, dann werden wir es häckseln einfach. Weil verkaufen die Ballen will ich so nicht, da sind sie zu viel Arbeit.
Weil das Ja. Stapeln auf den Anhänger einfach zu mühsam ist, muss man einfach so sagen. Ich hätte glaubt, dass es besser geht. Wahrscheinlich wird es mit den Rundballen besser gehen, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das hat nichts mit dem zu tun. Der dritte Ballen ist auch schon fast von der Höhe vom Frontlader zu hoch. Zum draufstapeln. Wenn ich ihn zu weit oben nehme. So. Aber eigentlich schaut das ganz gut aus. Die ersten 6 Ballen sind am Anhänger. 6 Ballen in 15 Minuten, das bedeutet circa 2 bis 2,5 Ballen in der Minute. Nee, Ein Ballen in 2,5 Minuten circa, so wollte ich es eigentlich sagen. Ja, wird noch besser werden. Wir werden es nachher schaffen, sicher irgendwann mal, weiß nicht, 30 Sekunden pro Ballen, das werden wir schon hinbekommen. Und dann geht schon einiges weiter. Es ist ein bisschen Eingewöhnungssache, aber das werden wir alles hinbekommen. Und wir sehen uns dann morgen bei einem neuen Part LS15 wieder. Bis dann, tschüss. oh.